Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir befinden uns hier am Berg. Ich weiß nicht mehr, wie der Berg heißt. Ich habe es gerade vergessen. Ganz spontan vergessen. Und ein wildes Pokémon taucht drauf, obwohl wir Shots hatten. Ein Drift-Zeppeli. Okay, da können wir echt froh sein, dass wir einem Panzer-Eron begegnet sind. Beziehungsweise, wir haben Panzer-Eron nicht gefangen. Das kann uns alles scheißegal sein hier. Aber Drift-Zeppeli ist... Mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht, den kleinen Fratz. Gut. Da hinten ist eine Treppe zum Runtergehen. Und hier haben wir einen Hyperheiler. Kommt man hier durch die Büsche durch? Nee. Dann will ich nochmal kurz zurückgehen. Weil scheinbar kommt man ja hier... Achso, da ist überhaupt nichts. Achso, das sah gerade so aus, als... Mann, ihr verwirrt mich! Das sah gerade so aus, als wäre da noch viel mehr. Ja, ich setze mal Superschutz ein, auch wenn hier drinnen bestimmt auch wieder wilde Pokémon kommen könnten. In dieser Richtung, Janusberg. Okay. Und wir scheinen immer noch auf derselben Route zu sein. Zumindest wurde da jetzt kein Routenwechsel angezeigt. Hier geht's nach rechts. Okay, gehen wir erstmal nach rechts. Kann sein, dass man da so ein bisschen nach oben kommt. Oh, da ist Bell. Hallöchen. Hey, Flo. Weißt du was? Ich will mir etwas bei diesem Vulkan, dem Janusberg, mal genauer ansehen. Aber die wilden Pokémon hier sind so stark, sie bereiten mir eine Menge Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Ah, ja, keine Sorge. Um die Heilung unserer Pokémon kümmere ich mich. Lass uns gehen. Okay, das heißt, wir sind jetzt zusammen mit Bell unterwegs. Bedeutet so viel für mich wie... Ja... Hier gibt es keine Trainer. Okay, hier gibt es scheinbar doch Trainer. Alles klar, wir haben Elfun vorne. Keksi. Ja, können wir machen. Können wir machen. Bis Level 37 und dann versuchen wir mal Ramot endlich zu trainieren. Haben wir ja schon lange im Team dabei, aber hat irgendwie noch nie kämpfen müssen. Nie wirklich. Jetzt kriegst du die geballte Kraft der Berge zu spüren. Mäh. Okay. Ich bin nicht auch nur Backpackerin, sondern auch Schatzsucherin. Ja, und ich hab Bell, ich hab schon meinen Schatz gefunden. Ich finde übrigens sehr cool, wie die Charaktere der vorherigen Edition mit eingebunden werden. Vielleicht teilweise ein bisschen zu viel, aber teilweise finde ich es auch echt cool. Also gerade so das Abenteuer mit Sharon auf der Plasma-Fregatte fand ich schon ganz nett. Von daher gefällt mir ganz gut. So, wir haben ein Golbat dabei. Ein Golbat. Vorwarnung von Somnivora wirkt. Level 40. Ist nicht schlecht, ne? Wir beginnen mal mit Gigasauger auf Selimantur. Golbat wird uns hoffentlich nicht one-hitten können. Und Selimantur könnte draufgehen, wenn es keine Robustheit hat. Es hat Robustheit, schade. Aber vielleicht sind Somnivora ja auch nochmal nach. Wir sind auf jeden Fall komplett fit. Somnivora wehrt den Windschnitt ab. Wir werden getroffen. Das macht schon nicht wenig Schaden. Psychokinese auf Golbat? Okay, das ist nicht schlecht. Das finde ich sogar ganz gut, ehrlich gesagt. Okay, wunderbar. Jetzt kommt aber auch noch Selimantur mit einer Attacke. Und zwar mit einem Steinhagel. Trifft aber auch wieder beide. Sollten wir also packen. Flampivian. Ja. Spätestens hier ist der Zeitpunkt für uns gekommen, wo wir wechseln müssen. Wir müssen mit Feuer- und Gesteinsattacken rechnen. Puh. Ich würde ja... Niklas einsetzen, aber zwei Attacken könnten hart sein, selbst für Niklas. Ja, wenn es auf die Verteidigung geht, ist es kein Problem, aber wenn es auf die Spezialverteidigung geht, dann sind wir mit 60 jetzt nicht so mega dabei. Ja, lass uns vielleicht auf Frigo wechseln. Das ist unser stärkstes Pokémon und hat volle KP. Das ist so der Hauptpunkt. Hätte Niklas volle KP, hätte ich da auch darauf gewechselt ohne Probleme. Aber so müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Flammenblitz sogar. Okay, geht aber zum Glück auf Somnivora. Heilige Scheiße. Stärke 120. Spukball kommt. Okay, auf Selimantur. Das ist, denke ich, in Ordnung. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner und ausgerechnet einen Stalobor. Scheiß die Wand an, Mann. Stalobor kann uns garantiert one-hitten. Boah, Raider? Raider wäre eine Möglichkeit. Raider würde... Boah, ja, Schwierig. Schwierig, dadurch, dass alle Pokémon so ein bisschen angeschlagen sind. Fam
hält nicht allzu viele Bodenattacken aus, nehme ich mal an. Gesteinsattacken wären tödlich und Stahlbau kann auch mit Dings angreifen. Mit Steinhagel. Wenn wir auf Raider wechseln, hat viele KP, aber wenn da ein Flammenblitz draufkommt und was anderes, I don't know. Boah, ich poker jetzt einfach mal und sag, wir überleben eine Attacke und greife mit voller Wucht Flampivian an und hoffe, dass es reicht. Weil wenn jetzt auch noch ein Flammenblitz kommt, dann sind wir definitiv down. Also wenn beide Attacken auf uns gehen. Okay, Flampivian ist down, war zwar ein Volltreffer, aber okay, muss man auch manchmal haben. Ein bisschen Glück und jetzt Steinhagel. Okay, das packen wir. Das packen wir. Somnivora ist leider zurückgeschreckt. Nicht so geil. Wir hätten eine sehr effektive Attacke mit Nitroladung. Aber die wird auch nicht so viel Schaden machen. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne wechseln. Weil wir müssen mit Steinhagel und mit Bodenattacken rechnen. Da haben wir im Prinzip kein Pokémon, auf das wir wechseln können. Gestein sehr effektiv, Gestein sehr effektiv, Gestein sehr effektiv, Boden sehr effektiv. Keksi ist angeschlagen. Aber Niklas... es kommt eine Bodenattacke, ne? Aber ich glaube, Niklas packt das. Stahlbau greift physisch an. Niklas packt das schon irgendwie. Okay. Steinhagel kommt. Somnivora wehrt die Attacke ab. Wir werden getroffen. Sollte nicht so viel Schaden machen. Und Hypnose kommt. Oh, es schläft. Super, super nice. Super, super nice. So, ist eingeschlafen. Wir dürften das langsamste Pokémon der Zeit sein. Deswegen greife ich mit Dampfwalze an und das würde aber auch Somnivora treffen. Das habe ich mir nur zu gut gemerkt, wo wir letztens fast Zebritz besiegt haben. Energieball, okay, nicht schlecht. Ist in Ordnung. So, Dampfwalze kommt, ist sehr effektiv. Macht halt auch Somnivora Schaden, aber es überlebt. Aber die Initiative sinkt. Und dadurch könnten wir jetzt gleich eventuell schneller sein als Somnivora. Ich glaube, ich heile mich aber einfach mal und lasse Somnivora einfach den Rest machen. Dann gehen wir überhaupt keine Gefahr ein, dass irgendwie Stahlbau aufwacht und uns besiegt oder irgendwie sowas. Wir heilen uns einfach. Stahlbau kommt mit einem Schlitzer. Okay. Haut Somnivora weg, aber Bell wird ja auch noch andere Pokémon haben. Aber interessant, wie krass schwer der Kampf doch ist, ne? Also er ist jetzt zwar nicht mega hardcore überkrass, aber er ist schon so, dass man sich Sorgen machen muss. So, Dampfwalze. Auf geht's. Ableitip kommt. Das sollte schon reichen, denke ich. Bye-bye, Stahlbau. Linfu ist ein gutes Pokémon. Irgendwie. Irgendwie mag ich das ganz gerne. Deine Kraft sprengt jedes Messgerät. Ha, der Schatz des Sieges ist mir durch die Lappen gegangen. Wir sollten uns noch ein bisschen Tafelwasser kaufen. Das wird uns jetzt... Ah ja, wir werden ja sowieso immer geheilt, ne? Das ist geil. Stimmt. Aber ansonsten brauchen wir echt mal wieder Tafelwasser. So, lassen wir Keksi noch weiter vorne. Ich würde es ganz gerne bis Level 37 vorne lassen. Und dann können wir gerne wechseln. So, hier haben wir API Plus. Nehmen wir ganz gerne mit. Können wir auf jeden Fall machen. Und weiter geht's. Hier haben wir Astrena scheinbar, ne? Eieieiei. Hoffen wir mal, dass die nicht so die oberkrassen Pokémon haben. Weißt du, wie man diese Spitzensteine hier überall nennt? Sind das Stalagmiten oder Titen? Lass uns trainieren. Ich möchte zusammen mit meinem Pokémon-Team stärker werden und dann die Arenaleiter von Twin Drake City und Abidaya City herausfordern. Abidaya. Abidaya City kennt man gar nicht, ne? Naja, ich bin gespannt. Aber es gibt doch Stalagmiten und Stalaktiten? Heißt es Stalaktiten? Kommt mir irgendwie falsch vor noch. Auf jeden Fall ist, glaube ich, eins, wenn es nach innen wächst und eins, wenn es eine Auswölbung ist, oder? Kann das sein? I don't know. Groink und Vibrava. Okay, zumindest mal nicht die mega beschissenen Pokémon, auf die wir treffen. Erdkräfte kann Vibrava. Das ist aushaltbar. Ich beginne mal mit Edelsamen auf Groink. Wobei, Groink kann, glaube ich, auch irgendeine ekelhafte Fähigkeit mit Egelsamen. Aber ich habe da nur ganz vage was im Hinterkopf. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen, ob es gleich irgendwie relevant wird. Ja, greift halt beide mich an. Alter! Wow! Wow, 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 wow. Eieiei. Okay, Vibrava ist fast down. Wir aber auch. Das ist nicht so geil. Ich meine, wir kriegen KP dazu und wir können jetzt auch Groink angreifen. Aber wenn wieder zwei Attacken kommen, ne. Das ist mir zu risky. Da gebe ich eine Kumo-Milch. So, bitteschön. Und ich hoffe, Somnivora klatscht dann Vibrava oder sowas weg. Und wir kriegen jetzt nicht wieder 18 Attacken ab. Aber Juwelenkraft hat schon reingehauen. Geht aber dieses Mal auf Somnivora. Das nehme ich sehr, sehr gerne so an. Und Feuer-Olem kommt auf uns und paralysiert uns, ne?
Ja, war klar. War zu erwarten. Und Psychokinese auf Vibrava. Okay. Da kommt jetzt aber auch schon ein neues Pokémon. Und da wir jetzt das langsamste von allen sind durch die Paralyse, ist das nicht so geil. Level 37 für Keksi. Okay. Und Egelsamen frischt unsere KP nochmal auf. Okay, das ist gut. Stimmt. Da habe ich nicht dran gedacht. Dann sollten wir vielleicht die Paralyse... Oh Gott. Annehmen. Wollte ich sagen. Ne. Gegen Kamerupt muss ich auswechseln. Und das Problem ist, dass eventuell wieder eine Juwelenkraft auf uns kommen könnte. Womit eigentlich schon wieder diese drei Pokémon rausfallen. Und die beiden sind angreifbar auf Boden. Mann! Ach. Scheiß die Wand an. Super eklig. Kamerupt ist halt mit einem Surfer erledigt. Definitiv. Aber die Frage ist, kommen wir überhaupt dazu, einen Surfer einzusetzen? That's the question. Ja, aber ich glaube, ich riskier's. Komm, das wird schon gut gehen irgendwie. Ein bisschen Luck müssen wir auch mal haben mit Swarones hier. Wolfhalke, Juwelenkraft kommt. Auf wen? Oh, auf Somnivora. Okay, dann sollten wir, denke ich, überleben. Spukball. Okay, wunderbar. Geil. Sehr schön. Groink kann ruhig noch eine Weile drin bleiben eigentlich. Weil... ja, okay, Groink wird jetzt down gehen. Es bekommt jetzt einmal Egelsamen ab. Und dann bekommt es zudem auch nochmal den Surfer ab. Das sollte nicht reichen. Und Kamerupt können wir aber eigentlich mit dem Surfer auch mitreißen. Der Surfer hat volle Stärke, glaube ich, weil es alle drei trifft, also auch unseren Teampartner. Von daher sollten wir die beiden gegnerischen Pokémon jetzt besiegen. Surfer ist ja doppelt so effektiv auf Kamerupt und reicht aus. Wunderbar, und Groink ist auch down, Somnivora hat überlebt. Da können wir, glaube ich, nicht meckern. Sehr gut gemacht, Wolfhalke. Und Level 37 auch für dich, sehr schön. Keksi bekommt Erfahrungspunkte, Wolfhalke nochmal, Keksi nochmal. Und Spukball schlägt fehl und jetzt haben wir nur noch Drift Zeppeli. Und Somnivora kann Spukball, also eine sehr effektive Attacke. Von daher passt das schon mal ganz gut. Ich denke, wir greifen mit Luftschnitt an. Lassen es eventuell zurückschrecken. Ah, okay, macht über die Hälfte. Dank Volltreffer ist zurückgeschreckt, Spukball kommt. Perfekter Kampf, absolut kein Problem. Also war wieder gefährlich, oder hätte gefährlich werden können. Aber wir haben es gut gemeistert. Wunderbar. Sehr schön. Ah, ich hatte ja keine Ahnung, dass du so stark bist. Immer noch nicht. Meine Fähigkeiten reichen immer noch nicht aus. Pech gehabt, Alter. Pech gehabt. So, Pokémon sind wieder geheilt. Holen wir uns hier noch ein Item vielleicht? Nee, scheinbar nicht. Ich würde aber ganz gerne noch aufge... Oh, guck mal, wie Bell hinterher sprintet. Seht ihr das? Nee, Schritt für Schritt. Wir laufen wenigstens, aber sie geht einfach nur schnell. Ich würde ganz gerne noch aufgeklärt werden, wie die Dinger hier heißen. Diese Gesteinsformationen sind über Jahrhunderte hinweg aus kalkhaltigen Wassertropfen entstanden. Man nennt sie Stalagmiten. Ha. Gut. Ja gut, ist jetzt wahrscheinlich nicht so krass, ne? So, du bist ein einfacher Forscher? Du kämpfst nicht, ne? Du siehst aus wie jemand, der die Habitatslisten im Pokédex pflegt. Auf jeden Fall. Los, verrate mir, welche Pokémon es beim Janusberg gibt. Ah, du bist wohl noch auf der Suche. Es gibt auch außerhalb des Janusbergs Pokémon. Ja, ich weiß. Okay, da ist eine Höhle. Was gibt es hier? Sieht aber schon ganz interessant aus, ne? Was ist hier? Hier ist doch bestimmt ein Item drin, ne? Elixier. Das war doch offensichtlich, Mann. Das war offensichtlich. Und hier geht's auch nochmal lang. Okay. Hier wird's, glaube ich, kein Item drin geben. Oh doch, auch. Wasserjuwel. Okay. Cool. Und jetzt hier ein Einzelkampf? Scheinbar. Oh, guck mal. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch hier aus. Toxic Orb. Wenn wir das einem Pokémon zum Tragen geben, ist es vergiftet, ne? Bringt uns beim normalen Durchspielen, glaube ich, nicht so viel. Ich kann die unbändige Kraft der Natur spüren. Weiß sowieso nicht genau, wozu ein Toxic Orb jetzt einsetzbar ist. Klar, du kannst ein Pokémon vergiften und dadurch Attacken wie Fassade zum Beispiel verstärken. Du kannst es mit Synchro, ich weiß nicht, ob es mit Synchro funktioniert, dass du dann gleich die Statusveränderung weitergibst. Du kannst es mit Schleuder rüberdonnern, wäre auch eine Möglichkeit. Hm. Also ein paar Sachen gibt es da auf jeden Fall. So, Gigasauger, mal gucken, über die Hälfte zieht es bestimmt ab, oder? Ja, so ziemlich die Hälfte. Wir können nicht wechseln, solange wir gegen Kuckmarder kämpfen, aber ich glaube, das müssen wir auch nicht. Das haben wir gar nicht erst nötig, Kuckmarder. Gegen dich doch nicht, Mann. Gegen dich doch nicht. Okay, Kuckmarder ist down. Sehr schön. Und als nächstes kommt Groink. Ja, wir können immer noch keinen Spukball, leider, aber Keksi kann das lernen. Per TM zumindest. Groink.
Oh, es kann Juwelenkraft. Sonst hätte ich Farm jetzt eingesetzt mal. Raider kann... Boah, Kreuzschere. Aber Psychoattacke wäre halt auch wieder sehr effektiv, ne? Wir greifen auf Niklas zurück. Ist, glaube ich, die sicherste Alternative. Und Niklas ist jetzt auch nicht mehr hart overleveled. Sind ja viele andere auch auf 37. Von daher kannst du da durchaus mal ein Kämpfchen machen. Nur hält Groink halt super viel aus. Juwelenkraft kommt. Okay. Passt irgendwie ziemlich gut zu Groink, ne? Macht auch gut Schaden. Leider. Okay, nur ein Drittel. Juwelenkraft kommt. Wie viel zieht das eigentlich so ab? Ja, okay. Zwei haben nicht mal die Hälfte abgezogen. Das geht schon. So viel Schaden macht das jetzt doch nicht. Und Erholung. Oh Gott im Himmel. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt mir die Speed-Taste auf den Controller gelegt. Das heißt, wir können auch mal ein bisschen speeden. Damit das ein bisschen schneller hier geht. Vonstatten. So, wir machen nochmal Steinhagel. Schläft tief und fest weiterhin. Oh, es kann Schnarcher. Ui. Aber es ist natürlich nicht sehr effektiv. Und unsere Attacke geht daneben. Auch nicht so geil. Kroink schläft tief und fest. Und da kommt wieder Schnarcher. Ja, das ist ein ziemlich taktisches Pokémon hier sogar, ne? Dadurch, dass es sich immer wieder erholen kann. Kann gut sein, dass jetzt abermals eine Erholung kommt. Ich greife nochmal an. Vielleicht setzt es auch eine Schnarche ein. Ja. Okay. Richtig antizipiert. Nice. Obwohl bei Erholung ja klar ist, dass man genau zwei Runden schläft. Kroink wusste das scheinbar nicht. Oder sein Trainer. Je nachdem. Irgendwer wusste das nicht. Gut. Armin haben wir besiegt. Ich konnte die unbändige Kraft deines Teams spüren. Ja, ist schon ein Wahnsinn. Nimm dieses Produkt der unbändigen Kraft von Mutter Natur. Eine Persimbeere. Wow. Danke. In Vulkanen schlummert die geballte Kraft der Natur. Man denkt nur mal an die erhitzte Erde und die Mineralien. Die ganzen tollen Mineralien. Ja, ja. Ich will immer heilen, aber wir müssen gar nicht heilen. Wir können jetzt aber mal Pham nach vorne setzen. Auch wenn ich ein bisschen meine Zweifel habe, ob Pham hier was reißen kann. Hat zwar einen guten Spezialangriff, einen sehr guten. Ist hier eigentlich nichts. Kommt man hier nur rein wegen der Persimbeere? Sonst ist hier nichts? Na gut. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Und wegen dem Kampf natürlich, ne? Aber ansonsten war das schon eine... Warte mal, ist da ein Item? Habe ich da gerade ein Item gesehen? Okay. Ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt. Aber vielleicht schaffen wir das ja gleich noch. Schutz rückt nicht mehr. Na klar, wir verlängern nochmal. Obwohl wir uns auch angucken könnten, was es denn hier so gibt, ne? Wäre auch ganz interessant, mal zu erfahren. So, hier ist nichts drinne. Hier scheint auch nichts drin zu sein. Und hier ist der Ausgang. Ah, wenn man hier weitergeht, kommt man nach Ondula. Ich würde mich hier gerne noch ein wenig umsehen. Was sollen wir machen? Uns kurz trennen? Du willst dich noch weiter umsehen? Nee, dann lass noch drinnen bleiben. Okay, sehen wir uns weiter um. Irgendwas scheint es ja hier drin noch zu geben. Aber wo sind wir nicht lang gegangen? Weiß ich nicht. Gab es irgendeine Abzweigung? Unten ging es scheinbar nicht weiter. Hier ging es, glaube ich, auch nicht weiter. Ganz am Anfang? Never. Ganz am Anfang gab es doch keinen anderen Weg, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ein wildes Pokémon. Tatsächlich mal. Krass. Zwei Sedimantuas. Huiuiui. Auf Level 35. Gut, dass das potenziell zwei Gesteinsattacken sind, die jetzt kommen. Wir fliehen mal. Mann, Mann, Mann. Das wäre ganz schön gefährlich geworden jetzt. So. Ach, guck mal, hier unten geht's noch weiter. Alles klar, hier, komm, komm. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Danke. Ich weiß immer, was meine Gegner denken und durchschaue all ihre Bewegungen. Das heißt, das Item bekommen wir wahrscheinlich, indem wir hier lang gehen. Habe ich gar nicht bemerkt vorhin, dass es hier einen Gang nach unten ging, gab. Drei Pokémon. Strepoli, Zurukex und Zurukex. Ein drei Umkampf. Ach, ich kämpfe alleine dann. Okay. Das ist mir sogar ganz lieb. Ramot gegen Strepoli. Ja, Windstoß. Tryen wir es einfach mal. Ist sehr effektiv. Wir haben einen guten Spezialangriff. Zwar nicht die stärkste Attacke auf Erden, aber es macht okay Schaden. Protzer kommt. Ist nicht so geil. Aber wir haben gegen alle Pokémon zumindest mit Windstoß eine sehr effektive Attacke in der Hand. Wir brauchen halt unbedingt eine starke Attacke für Ramot. Sonst ist es ziemlich nutzlos. Dann bringt uns der starke Spezialangriff auch nicht viel. Grimasse, okay. Wir werden sehr, sehr langsam sein. Aber egal, wir versuchen jetzt alle Pokémon mit Ramot auszuschalten. Das wird schon. Strepoli kommt. Ne, wir sind immer noch schneller als Strepoli. Trotz Grimasse. Interessant. Reicht es aus? Nicht ganz, schade. Okay, aber es kommt nur Protzer.
Wenn jetzt von Zurückkicks die nächste Grimasse kommt, dann haben wir gegen Strepoli auf jeden Fall ein fettes Problem. Und dann sollten wir uns auch überlegen, ob wir vielleicht mal wechseln. Es kommt nochmal Grimasse. Weil Strepoli, wenn jetzt auf Strepoli gewechselt wird, kann es uns bestimmt extrem viel Schaden zufügen. Weshalb wir wechseln sollten. Ja, am besten auf Raider. Raider kann alles easy wegfetzen, was auch immer da noch im Kampf sich befindet. Akrobatik. Weg mit dir, Zurückhex. Wunderbar, dann wird das nächste eingesetzt. Das können wir dann auch mit Akrobatik weghauen. Farm erreicht Level 36. Okay, schön. Wunderbar. Plus 3 im Spezialangriff, ne? Ist schon ganz nett. Wenn nicht Giftstreich. Habe ich gerade Giftstreich eingesetzt? Warum? Okay, es reicht aus gegen Strepoli, aber ich war doch eben noch auf Akrobatik und habe eigentlich nicht geswitcht. Eigentlich nicht. Na gut, egal. Hauptsache, ihr bekommt alle Erfahrungspunkte. Dann ist ja gut. Und nochmal Akrobatik. So, bitteschön. Ich hoffe, du hast deinen Spaß damit. Mit meiner Akrobatik gehabt. Gut. Level 38 auch für Keksi. Not bad. Not bad. Und Eduard haben wir besiegt. Deine Art, dich zu bewegen, ist unglaublich. Irgendwas unflexibel. Das andere Wort habe ich vergessen gerade. Na gut, ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir dann erstmal eine Pause, weil das zum Jonnusberg wahrscheinlich noch ein bisschen weitergeht. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht im Jonnusberg. Und dann bald nach Undula. Ne? Bis dann, ciao, ciao.